Willkommen zurück zur Pacific Drive. Wir sind auf dem Weg nach Siram. Ist gleich das Licht rot, wird das so gemeint. Siram. Never wanted to think about this place ever again. Edor Town. Colossal Cappy is smack dab in the middle of where Siram used to be. You can't miss it. Genau, wir sollen den Koloss hier finden. Wir schicken uns die Oppi hin. Ups. Die explodieren ja ganz gerne mal. Is there a reason you're driving straight towards the largest honking anomaly in the zone? You wanted to know if there's a speck of remnant energy in that car. This is how you do it. You're using Cappy to amplify the remnant signal. That's insane. Okay, that's insane. Ich verlasse mich mal drauf. Die Oppi weiß ein bisschen, wovon sie spricht. Unheimlich jetzt hier. Erinnert mich ganz viel immer an The Mist, den Film von. Also der Film ist nicht von Stephen King, die Geschichte von Stephen King, aber ein Stephen King-Film, den ich sehr gerne mag. Driver, are you sure about this? Well, they'll be fine. It's not fine. Look at those radiation spikes that Colossal Cappy still giving off after all these years. To achieve any sort of resonance, the driver's going to have to get right up against Cappy. I get you, Francis, but Oppie's gonna point. Any remnant energy lingering in the car is too weak to detect with conventional methods. Really? You're gonna take her side? This isn't about sides. It's a good plan. I won't risk someone's life just so we can log another remnant sighting. The driver can make their own decision. I'm not forcing them to do anything. For all I care, they can lay down and wait until the instability takes them. That would get them out of my hair much faster than all of these shenanigans. Es ist erstmal schön, dass die da unterschiedliche Ansichten sind. Wäre mir lieber, wenn die da mal alle einer Meinung wären. Ansonsten haben wir jetzt ein kaputtes Häschen gefunden. Okay, ich versuche. Das ist ein Memo von Dr. Lopez vom 10. Dezember 65. Ist eine Reaktion auf mein Experiment. Finden Sie mich interessant? Sehen Sie mir einen Snack? Ich hab das geschrieben. Lies das mal komplett. Es gefällt mir nicht. Ich fühle mich wie ein Versuchskaninchen. Genau das ist es, als ob jemand nur mit mir spielt. Vielleicht wollen sie lernen, wie ich ticke. Vielleicht sind sie aber auch nur verspielt wie Waschbären, die nichts unversucht lassen, um eine Mülltonne zu öffnen. Was ist der Grund dafür? Ist das eine Reaktion auf meine Experimente? Finden sie mich interessant? Scheiß mein Auto drauf. Sehen sie mir einen Snack? Diese verdammten Dinger jagen hinterher. Sie springen auf Autos, auf die Geräte, die wir im Sperrgebiet untergestellt haben. Anna, bitte sag mir, dass es dir auch so geht. Sag mir, dass du das Gleiche siehst. Die Natur überlässt nichts dem Zufall. Evolution bedeutet, dass die Dinge in unserer Welt eine Funktion haben. Sie haben einen Zweck. Welchen Zweck erfüllen diese Anomalien? Was versuchen sie zu erreichen? Entwickeln sich Anomalien im Sperrgebiet etwa weiter? Okay, erstmal ist das jetzt weg. What the fuck? Macht das mein Auto kaputt? Ist das schlecht? Ich lese hier noch mutig vor mich hin, das Auto. Was ist jetzt los? Das Auto irgendwie Schaden bekommen? Steck mal kurz ein. Ja, ist ein bisschen kaputt. Das hat aber was mit meinem Auto gemacht. Scheiß Vieh. Noch das Hupen gehört und dachte, ja, wir gucken doch gleich, was das Auto da rumhupt. Was machen wir jetzt mit diesem Ding hier? Warum haben wir denn keinen Platz im... Tun wir ein paar Sachen hier in den Kofferraum. Hatte ich nicht eigentlich viel mehr Sachen? Ach nee, ich habe gerade überlegt, ob ich nicht viel mehr Sachen in der Garage gelassen habe, aber die habe ich im anderen Abschnitt gefunden. Blauer Lack. Mein Auto neu lackieren. Das brauche ich jetzt auch mal. Wow, wow, wow. Fuck, ich bin... Ich habe mich so auf das konzentriert, dass ich dagegen gelaufen bin. Okay, aber jetzt ist er nicht mehr so... Warum ist er jetzt nicht mehr aktiv? Ich
glitzernde Felsen, die haben wir gesehen, die Sache mit den Touristen. Wow, oh. Kann ich auch nur in die Hand nehmen? Das kann ich nicht. Okay, scheiße, scheiße. Ich muss ganz gerne einpacken, das ist ja nicht mehr aktiv. Kann ich das hier reintun? Dann stopp. Warum kann ich denn hier nicht nach links wechseln? Egal, weg damit. Wow! Das ist doch eine scheiß Idee, es da hinzuwerfen. Solche Straße. Nur weil ich hier neugierig bin. Scheiße. Bin zu neugierig. Sieht nach rechts, weil der Reifen kaputt ist. Das nervt ziemlich. Ich habe auch noch aufgelassen. Ich bin ein Depp, ey. So, haben wir jetzt irgendwie... Okay. Kann ich die direkt essen? Ich mache einen Quatsch, Leute. Ja, aber interessant wird's. So, erstmal einigermaßen hochheilen, dass wir nicht gleich umfallen, falls so ein Scheiß passiert. So, jetzt müssen wir unser Auto mal ein bisschen reparieren. So. Also. Wir haben ja auch ein paar Sachen. Wir haben einen Zerstörer möchte ich nicht benutzen. Aber wir haben ein Reparaturkit hier. Zeigt dem Auto an. Die rechte Seite, aber auch hier vorne ist ein bisschen angefasst. Da sind schon wieder alle. So, Mechaniker-Kit. Der Reifen. Was soll ich für das sehen? Ein Abdichtkit brauchen wir. Das hat ein bisschen verliert Luft. Und natürlich nicht genug Sachen für Gummi. So, da können wir hier jetzt ein bisschen bei dem Auto was besorgen. Ist aber auch ein bisschen gefährlich. Ich werde erstmal das Plasma zerstören, dann macht der Turm hier nichts mehr. So, schnell, 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 schnell. Aufladen schon mal. So. Soll der jetzt nicht aufhören? Ich habe keine Energie mehr. Letzte Entladung noch. What? Da ist noch eins. Hab ich nicht gesehen. Schnell. Diese Taschenlampe ist ja irgendwie nicht. Ich muss mal die Leuchtfackeln benutzen, die ich hier habe, durchaus. Weil manchmal ist es schon arg dunkel. So, Gummi brauchen wir.
Hier bestimmt von dem Reifen mit. Na, da ist Gummi, sehr gut. Das ist hervorragend. So, gucken, was im Kofferraum hier ist. Da sind solche Fackeln. So, wie benutze ich die? Ah, okay. Kann ich hier hinwerfen? Ja, wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Ich wollte es mal ausprobieren. Wie viel Licht die spenden. Diese Überlandleitungen senken sich hier auf mich ab. Das wäre es noch gewesen. Ja, so viel Gummi gab es ja leider nicht mehr. Hat er irgendwie noch zwei aktive Reifen oder zwei vorhanden überhaupt? Gab es nicht noch ein Auto, an dem wir vorbeigefahren sind, gerade hier? Das sieht auch gefährlich aus. Alles gefährlich hier in dieser Zone, in dieser Exclusion Zone, ich sag's euch. Vielleicht können wir trotzdem schon mal ein Absicht-Kit herstellen hier. Sehr schön. So, was sagt der Rest des Autos? Da brauchen wir mehr Chemikalien für. Da steht leider nicht irgendwie, könnte als Symbol immer angezeigt werden, welche Sachen das behebt, rechts oder so. Wenn man das genau sieht. Naja, wurscht. Ist auf jeden Fall schon mal besser. Machen das Autoradio ein bisschen leiser. Preis 30. Weg. Vorne auf die Straße weiter runter. Ich fahre immer rechts lang, weil links sind komische Funken. Gerade so gebremst noch. Auch mit der Handbremse. Ich schaue da nochmal. Das ist noch Reifen. Ich schaue da nochmal in das Auto rein. Wir brauchen ein paar Ressourcen. Oh, oh, das sieht aber... Da soll ich hin. Ich verstehe ein bisschen, warum der Tobias da etwas skeptisch ist, sagen wir mal. Bin ich jetzt auch, wo ich das so sehe. Bei dem Fahrzeug ist ja gar nichts mehr übrig. Das ist ja nur noch ein Wrack. Kein Kofferraum, keine Reifen. Vorne ist eine Tankstelle. Das ist aber auch keine Reifen mehr. Ich soll jetzt aber nicht, ne, mit Schwung darüber fahren, oder? Ich habe ja kein Stunt-Auto. Lieber geh durch. Hier durchpassen. Ja, gerade so. Aber hier gucke ich mich ein bisschen um. Ist eine Tankstelle, auch manchmal ist es hell erleuchtet. Wie viel Benzin haben wir denn noch? Batterieladung. Ja, ist noch okay, aber es könnte besser sein. Diese Anomalien möchte ich auch nicht ranfahren. Das sieht so gefährlich aus. Auf einer Tür noch rumgefahren.
auch gleich fallen lässt. Also eine Waffenlampe ist schon ganz praktisch. Hier auch, ist da durchgeglitscht. Eine Werkbank. Kann ich irgendwas Neues lernen oder ist das auch eine normale Werkbank? Eine normale Werkbank. Hoffen Sie, die Tankstelle nicht für so eine Enttäuschung. Das ist wahrscheinlich für die Tür zum Hinterausgang. Mach das Radio mal kaputt. Komisch, dass die Fackel mal fallen lässt. Das muss ja nicht. Ja, sobald ich nur den Slot unten wechsle, ich habe gerade geguckt, das irgendwie besser machen kann. Sieht aber nicht so aus, ehrlich gesagt. Die Fackel anscheinend eh weg. Ketchup, Mayo, Senf mitnehmen. Oh nein. Oh, was ist das denn? Laborberichte. Ein Bauwerk. Eine Ladestätte. Oh, da kann ich meine Batterie aufladen, oder wie? Auftanken und... Das probieren wir gleich mal aus. Das war jetzt nicht so dringend, aber das könnte wichtig sein. Wo ist das, ein Ark? Da hinten. Ja, gleich mal vorbeischauen. Da ist auch so was Rotes wieder. Ein bisschen aufpassen. Ich mag es jetzt schon so nicht. Das Relic hat einen Einfluss auf mich. Ich mag es jetzt schon nicht, weit von meinem Auto wegzugehen. Oh, nice, nice, nice. Große und kleine Konserven. Da gönnen wir uns gleich mal was, damit wir nicht von der ersten Strahlung gleich umgehauen werden. Das heilt ganz gut. Ich weiß nicht, in das Haus kann. Das ist voll, ich meine, das ist voll abgeriegelt. So wahnsinnig viel hat es auch nicht geheilt. Ne? 16% oder sowas. Da unten Zustand 12. Naja, mein. Das ist immer das Problem bei solchen Sachen, so Lichtquellen wie einer Fackel oder auch so einer Leuchtfackel eben, dass man eher den Bereich um sich herum erhält und auch das, wo man hinguckt und nicht so sehr, wo man hingucken möchte. Das ist ein Taschenlampe schon sehr viel besser. Lange bummeln, weil die werden immer ein bisschen arschig. So, sehr schnell weg. Die Musik wird nämlich auch gleich scheiße. Das Ding strahlt auch, ne? Man sieht das da oben. Deswegen, ich will das gar nicht so lang in der Hosentasche haben. Tür auf. Schon mal ein bisschen Energie. Warum ist jetzt links vorne auch noch das Auto kaputt? Ich denke, das Auto kaputt, ey. So ist das mit der alten Karre, ey. Kannst du alle zwei Monate zum TÜV fahren? Immer was kaputt. Platz zu manövrieren. Auch nicht einen kleinen Wagen halten, ne? Der irgendwie so gut. So. Irgendwie komisch ausgestiegen, da kein Platz war.
Hoffentlich kann ich wieder einsteigen. Über den Beifahrersitz ein bisschen schwierig, weil das Gerät da ist. So, jetzt hier. Ladestätte. Achso, ich muss gar nichts drücken, oder wie? Ich habe darauf geachtet, ob er automatisch geladen hat. Dann hat alles geblitzelt. Batterieladung da links. Das sieht so viel geiler aus, ehrlich gesagt. Nichts funktioniert hier. Scheiß Apokalypse. Egal, dann fahren wir halt weiter weg. Der Tank ist voll immerhin. Ich bin aus dem. Da ist noch so ein scheiß Häschen. Na guck! Das spinnt mein Auto mal gleich. Ist das jetzt auf meinem. Ist das auf meinem Auto drauf? Stopp mal kurz. Ja, ja, ich. Stopp mal. Hat er mein Auto übernommen? Nee, das kontrolliert ihn immer nur kurz. Das Arschloch. Oh oh. Muss mal kurz ein paar Sachen noch reparieren. Scheiße. Okay, das ist. Welches Kit brauchen wir da nochmal? Ganz kurz checken. Festschrauben. Mechaniker-Kit, das können wir bauen. Wenn mein Auto nicht wegrollt. Nur kurz. Danke. Der Rest sieht vertretbar aus. Reparaturkit haben wir nicht. Lass mal alle was zumachen. Okay, ich muss sehr viel vorsichtiger sein mit diesen Häschen, den kaputten Häschen. Ein Tipp, den ich eigentlich schon gelernt habe im Leben. So, wir sind jetzt hier, lass mal kurz da hingucken. Da ist noch Arg-Sachen. Das ist das Portal, das wir verknüpfen können. Wir können schon weg und da wollen wir hin. Oh nein, es übernimmt schon wieder irgendwas. Man darf ja einfach nicht bummeln. Okay, da ist so ein scheiß Häschen schon wieder. Wie blöde, ich steuere das Auto überhaupt nicht wirklich. Alles geht kaputt. High Ground? Ich gehe gerade kaputt. Oppi, du hast das alles empfohlen. Ich höre noch die Idioten. Ich versuche jetzt mal wegzukommen. Mein Auto spinnt komplett. Nein, 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 es zieht mich da zurück. Das Auto. Okay, ich muss hier weg. Ich muss aus dem Einflussbereich raus, bitte. Lass mich doch hier weg. Fahrzeugschutz beeinträchtigt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Nicht zu nah an den scheiß Hasen. Wo ist die Tür offen? Steige ich aus. Gedrückt halten. Danke. Fahre zur Brücke, um nicht an die Anomalie zu nähern. Wie soll ich denn da hinkommen? Ganz kurz. Spiel macht mich fertig, sage ich euch. Kann ich da oben lang fahren? Da unten lang fahren ist ja ein bisschen scheiße. Wenn ich jetzt hier zurückfahre und da vor der Halte, vor der Tankstelle links rum vielleicht, an die Seite komme. Das habe ich alles ein bisschen entspannter vorgestellt. Die Oppi tut immer so schlau und uns jetzt in eine beschissene Situation gebracht. Vielen Dank. Nicht zu nah an das Häschen. Wieder lang, ne? Ist auch, glaube ich, nicht so gut, wenn er ständig hupt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche fiesen Kollegen mit anlocke.
Habe ich das hier schon durchsucht gehabt im Kofferraum? Weil wir können jetzt erstmal eine halbe Stunde das Auto reparieren. Vielen Dank. Das Auto, chill mal. Nein! Arschloch! Ein Rallye-Lenkrad? Cecil hat ein Rallye-Lenkrad dabei. Was ist denn hier los? Ich will da nur ein bisschen entspannt Auto fahren. Ich muss irgendwie echt viel vorsichtiger sein anscheinend in dieser Zone. Das lernen wir hoffentlich. Aber die Oppi hat dann auch Schuld, die hat uns dahin geschickt. Ich habe der vertraut, ich vertraue der nicht mehr. So, Plastik ist ganz gut. Gummi finden wir, glaube ich, hauptsächlich von den Reifen. Was hat er hier jetzt ja keinen. Ich hoffe, ich habe ein paar Sekunden, ohne dass hier alles explodiert. Scheiß Häschen hat natürlich nochmal meinen Auto kaputt gemacht, ist immer so mit den Häschen. Wenn man die ans Auto lässt. So. Jetzt mal kurz parken. Benzin haben wir noch ganz gut, wir machen das Auto aus. Wir machen auch mal das Licht ruhig aus. Nicht so viel Strom brauchen, dann gucken wir mal. So. Die Reifen sehen alle okay aus. Sieht alles ein bisschen kaputt aus, aber nichts wirklich schlimm beeinträchtigt, dass irgendwie das fast abfällt. Oder dass es undicht ist. Das ist manchmal etwas. Das heißt, idealerweise. Genau, eigentlich brauchen wir das Reparaturkit. Wir brauchen keine Starthilfe, kein Mechanikerkit und kein Abdichtkit. Das ist alles okay. Und genau das können wir nicht bauen, weil wir keine Chemikalien haben. Was braucht man für ein Erste-Hilfe-Set? Klebeband und Stofffetzen. Ich finde, im Moment sieht es eigentlich auch so ganz gut aus. Wir können noch eine Konserve essen oder zwei. Es geht einigermaßen. Ich habe ja, mit dem Klebeband bin ich vorsichtig. Ich weiß nicht, wofür ich die Stofffetzen noch brauche. Ups, das nicht. Alles reintun, was wir nicht brauchen. Aber das können wir gebrauchen. Eine Signalpistole. Naja, das Auto fällt uns jetzt nicht direkt auseinander. Nur fast. Und mit den Häschen, habe ich jetzt gelernt, sind wir vorsichtig. Überhaupt mit allem, was bunt leuchtet wahrscheinlich in diesem Spiel. Wir fahren jetzt außen rum über die Straße. Chemikalien braucht man, ne? Im Kofferraum kann eigentlich fast immer was sein. Warum klimpert eigentlich meine Tür immer so? Gut, wenn man sich das Auto anguckt, sollte man sich gar nichts mehr fragen, aber meine Tür klimpert immer so blöd, wenn ich die aufmache. Das gefällt mir nicht. Wenigstens mal, wenn wir den Reifen sehen. Brauchen wir ein bisschen. Aber so wenig ist im Reifen drin. Naja, ein bisschen Gummi. Isn't there an old bridge around there somewhere? Maybe that'll get you the height you need. Eine blöden alten Brücke. Ich bin gerade auf dem Weg darum. Was für so ein Häschen. Schnell weg hier. Da rechts ist eine Arc-Energie. Die haben auch irgendwie mal gesagt, dass ich mehr Arc-Energie, als ich auch für die Flucht bräuchte, mal mitnehmen soll. Dass wir das immer auch für was anderes mitverwenden können. Und den Kofferraum. Kofferraum gucken hat sich eigentlich immer gelohnt.
ganz schnell einfach nur da reinguck. Bim bim. Das war jetzt nicht so schlecht. Die Chemikalien wären ganz gut. Reifen wir noch auseinander hier mal. Interessantes drin. Gepanzert. Kann ich das nicht einfach abschrauben eigentlich? Wenn er so eine gepanzerte Platte hat. Kann man sich nicht... Guck, ob eine gepanzerte Platte irgendwas richtig Geiles gibt. Aber ich würde echt total gerne einfach die abschrauben und auf mein Auto basteln. Das ist gepanzert. Guckt euch das mal an. Das ist auch von Ada. Das ist von der... Von der mysteriösen Firma hier. Ärgert mich immer so. Metallschrott. Thermosaftkristall. Okay. Und Stahl. Ich nehme mal alles mit. Dann schraube ich dann doch noch eben mal kurz hier. Stahlplatte ist nicht so wichtig. Die gepanzerte Tür mit. Thermosaft. Sehe überhaupt nicht, auf der rechten Seite müsste eigentlich auch so ein Arc sein. Weiß sehe ich nicht. Naja, oder nicht. Ich habe noch andere Sorgen. Okay, Achtung. Müssen wir aufpassen, wenn hier die Kreissäge vorbeifährt. Man hört schon links. Vorne an der Kreuzung einfach rechts fahren. Ich glaube, Schild habe ich noch ein bisschen mitgenommen. Häuser gucken sollte, wenn die schon gerade hier so stehen. Kein Häschen in der Nähe. Ich bräuchte ein paar Chemikalien, auch um zwischendurch dann wieder das Auto zu reparieren, auch dann zurück in der Basis. Okay, zu lange will ich hier nicht bleiben. Hier ist grüner Shit. Wenn man Pech hat, wird er einfach wieder instabil und dann ist alles verstrahlt. Das Haus ist verschlossen. Warum? Hinten blinkt immer in die Mülltonne. Chemikalien ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gerade brauchen. Zumindest war es der Engpass gerade eben. Nur mal richtig Klebeband. Aber keine Chemikalien. Ich muss jetzt echt drauf aufpassen, wenn mein Auto anfängt zu hupen, dann braucht es Hilfe. Da darf ich nicht mehr bummeln. Oder Zaun. Komm ich da? Kann ich nicht treten? Ja. Einfach mal den Zaun eintreten. Hübsch habt ihr es da. Safety ist wieder alles abgesperrt hier.
Inzwischen ein bisschen vorsichtig, wenn es komische Geräusche macht. Bisschen enttäuschend, was ich hier so finde. Den ganzen Weg nehme ich hier auf mich. Jetzt zersäge ich jetzt hier den Fernseher. Glasscherben sind ganz gut. Habe ich ein bisschen gebraucht tatsächlich. Stofffetzen ohne Ende. Enttäuschend, dass man in kein Zuhause reinkommt. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe bei meiner Aufmerksamkeit. Vor allem, da ist schon wieder so ein Kackhäschen. Habt ihr das gesehen da hinten? Ich fände es ein bisschen beruhigender, wenn er mir mein Auto auf dem HUD anzeigen würde. Oh oh! Nein! Schon wieder, jetzt habe ich. Arschloch! Ach, Alter, das kann nicht wahr sein. Nein, ich nicht mein eigenes Auto zersägen. Ich hab's noch gesagt, ich muss aufpassen. Und dann passe ich nicht auf. Da war doch am Anfang gar kein Häschen in der Nähe. Ich habe auch keinen Hupen gehört. Da ist nichts allzu Schlimmes passiert. Noch nicht. Aber jetzt wieder irgendwo hingefahren. Blöde Sau. So, ich muss mich trotzdem hier mal umgucken. Bleib da mal ein bisschen gechillt. Besteck dich mal. Sieht aus wie so eine Widerstandsgruppe übrigens, finde ich, mit dem Zeichen. Das sind bestimmt immer gute Sachen, wenn man das sieht. Wieder Sachen, ne? Klebeband hinterlassen, nicht schlecht. Was hier ist im Kühlschrank? Lebensmittel brauche ich nicht so dringend. Brauche was für mein Auto, nicht für mich. Das Auto ist wichtiger als ich. Das ist wie die Regel im GTI-Club. Totenkopfader. Ich glaube, die sind nicht begeistert von der Firma. Weswegen ich eigentlich hier auf der Suche bin, Chemikalien, habe ich jetzt noch keine gefunden. Das eine Haus durchsuche ich noch. Oder ist es in der Nähe? Man kann ja kaum ins Haus. Und dann muss ich ganz einsehen, dass hier keine Chemikalien sind. Wo finde ich den am ehesten? Ich glaube, eine Taschenlampe würde dem Spiel echt gut tun. Dass sie da. Ja, man soll anscheinend dann mehr mit diesen Fackeln arbeiten, aber. I don't know. So, mal kurz gucken. Können wir irgendwas bauen? Das ein bisschen reparieren können? Das ist ja furchtbar. Ja, da, Chemikalien brauchen wir. Kann man nicht, die wichtigen Sachen kann man nicht bauen. Alles primitiv, wir müssen auch mal irgendwie dann bessere Materialien finden. Aber anscheinend nicht jetzt. Heckklappe zu, einsteigen. Der Schutz ist halt auch nicht so gut, ne? Das ist dann der Gesamtschutz von meinem Auto. Wenn das schon überall angeknackst ist, alles im gelben Bereich stand mal wieder schönes Hellblau. Und dann sind die Reifen hellblau, das ist ganz wichtig. Auch nicht besser, damit das Auto nicht immer so nach rechts oder nach links zieht. Und da jetzt. Jetzt eigentlich links. Jetzt muss ich. Ganz kurz. Da soll ich doch hin. Ist nicht geradeaus. Also ich muss hier irgendwie. Sierra Bridge. Used to go right through town before the accident. Now it goes straight to Cappy. Should find it. Auf der Karte soll ich eigentlich hier vorne schon links fahren. Aber hier ist auch keine Straße. Das ist so eine Art Weg hier. Ja, gut, vielleicht reicht der Weg. So ein Feldweg.
nicht in die Explodier-Dummies reinfahren. In den Trailern könnte vielleicht was sein. Was ist der scheiß Scheibenwischer? Kein Impulshammer mehr? Ist der alle? Was sind weggelegt? Ich kann Impulshammer mehr. Und ich kann keinen bauen. Nur das. Ich habe keine Gasflasche. Brauche eine Gasflasche für den Impulshammer? Kann ich mit dem Brecheisen die Tür aufmachen? Eisen gelandet. Ich habe gerade eins hergestellt. Ist im Inventar hier gelandet. Das kann ich mal übrigens im Rucksack, kann das möglich noch im Rucksack tun. Kupferdraht, muss gucken, was das alles ist. Gaskartusche haben wir, aber keine Gasflaschen. So, wo ist mein Brecheisen? Ich hab gerade eins hergestellt. Ich bin doch nicht. Das Spiel macht mich irre. Und jetzt ist das auch noch vorbei. Sehr gut. So, Brecheisen. So sieht das aus. Herstellen. Jetzt habe ich. What the fuck? Jetzt muss ich das im Dunkeln machen. Egal. Brecheisen. Zeug, keine Chemikalien. Wenn das Spiel nicht irgendwann noch eine Schallplatte, wollte ich gerade sagen, eine Taschenlampe hat, dann werde ich sauer. Weil das ist ja dunkler als in einem schwarzen Loch hier. Oh, was ist das denn? Aufkleber-Kit. Alles in unser Auto mal verschönern. Das gucken wir uns nach der nächsten Tour an, obwohl ich meistens ein bisschen andere Probleme habe, als mein Auto zu verschönern. Au, ich hab gerade das selber auf dem Kopf. Na! Ah! So ein fucking Häschen. Komm her, du. Komm her. Ja, das will nämlich. Jetzt tut es so, als würde es wegfliegen. Wahnsinn, ich hab dich im Auge. Wow, was denn? Okay, ich muss aufpassen mit dem Dummy, dass ich nicht gegenlaufe. Keine Strahlung immerhin. Ist da eine Gasflasche für den Impulshammer? Nein, nur Kartuschen. Es sah von außen ein bisschen spektakulärer aus, als es jetzt dann im Nachhinein geworden ist. Nicht dagegen rempeln. Häschen im Anflug? Nein. Weiter mit. Zeitfahrkontroll. Ups, mein Auto hat gerade gehupt. Boah, ich bin schon paranoid. Okay, aber ich würde eigentlich hier mal kurz gucken, was da Neues ins Logbuch geschrieben wurde.
mach erstmal. Ich habe jetzt manche Sachen nicht gelesen, weil mir das alles gerade echt zu viel ist. Ich finde das ein bisschen bescheuert. Aber ich klicke das mal alles weg, damit ich weiß, wenn ich was Neues habe, was vielleicht interessant ist. Man muss auch mal warten, bis das alles einmal eingeblendet wurde, bevor es verschwindet. Kann ich alles als gelesen markieren? Irgendwie auch nicht. Das System ist... Das haben sie nie jemanden spielen lassen, der nicht in der Entwicklung beteiligt war und ihnen gesagt hat, das fühlt sich alles nicht gut an. Kann ich denn hier nicht durchscrollen bei... Das muss ich dann auch noch jeweils aufklären. Wollen die mich verarschen? Verriegelt schwer. Doch, das ist gerade essentiell. Das will ich jetzt gar nicht angucken. Autosauger, Werkbank, Portalausgang, Einpackhilfe. Ich wusste es. Hör auf! Hey, warum kann ich das nicht hauen mit dem... Ich habe keinen Zerstörer mehr. Jetzt habe ich eine blöde... Brechstange, die reicht natürlich nicht. Das ist so komisch geparkt, dass ich da nicht rankomme. Stopp, per Schrott also. Solche Arschlöcher, komm her. Ich muss auch, dass ich mein eigenes Auto zersäge. Mit meinem Auto anstellt. Blöde Sau. Ich kann jetzt mal kurz gucken. Wenigstens genug, um das zu reparieren ein bisschen. Ja, immerhin. Ich stelle gleich zwei Reparaturkits her. Au, ich hau mir immer den Deckel auf den Kopf. Das Spiel ist so cool, macht das so Spaß. So, was ist denn jetzt hier bloß kaputt? Primitive Stoßstange. Schön ein bisschen lackieren, dann ist sie wieder wie neu. Die Tür. Auch hervorragend. Okay. Jetzt reifen sie gut aus. Die Tür geht auch noch besser. Die sieht gut aus. Die auch noch. Kriegst du eine Häschenabneigung? Was wobbeln wir jetzt eigentlich hier so rum? Scheinwerfer. So eine Stahltür. Das ist ja richtig geil. Okay, die Stoßstange. Ich mache mir noch ein Kit. Ich will wieder ein blaues Auto. Ich habe immer nicht... Ich hab mich zwar nicht auf den Kopf gehauen, ich bin so stolz auf mich. So. Die beiden Türen sind noch gelb. Und die primitive Platte ist auch noch nicht ganz fit. Jawohl, guckt euch das Auto an. Geil. Da ist noch irgendwas, was ich kurz mal looten kann, wie es aussieht, oder? Ah ne, da waren wir ja schon. Warum leuchtet das noch? Das habe ich auch so übersehen. Das ist nur das Pulsieren vom Licht. Ich dachte, das wäre doch irgendein Schrank oder so. Dummies da gewesen, nicht einfach. War hinter mir ein Dummy? Egal. Muss in den Rückspiegel gucken anscheinend. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist hier. Car still not close enough to Cappy.
What now? How about launching the car into Cappy's core? I'm sorry. What? It's simple. The driver jumps the car into the heart of the anomaly, and if I time it right, I'll open the gateway and extract them. Us? And if you don't? I've run some calculations. I think it should be fine. Anyway, it's like they always say. What's an experiment without some risk of total annihilation? Who says that exactly? In no way, shape, or form should we be doing this. Well, but you know, if it's the only way, you got this kid for it. Ehrlich gesagt, mir ist ein bisschen zu viel sarkastischer Ton in dem Spiel mit. So, ein bisschen. Ich glaube, das Spiel würde sehr viel davon profitieren, wenn es ein bisschen mysteriöser wäre. Nicht ganz so viel dieses Hin und Her und auch nicht ganz so viel das ernster nehmen würde. Also dieses, naja, dann springen wir da rein, wird schon gut gehen. Das passt nicht so von, finde ich, das passt nicht so von der. Wie kann ich jetzt mal angucken, was jetzt die Zeitfallkontrolle ist? So. Prototypen umzufunktionieren. Es ist zu viel Text, der nicht interessant genug ist. Also dieses, wenn das nicht so witzig wäre, weil ehrlich gesagt, es ist ja nicht witzig. Naja, spring rein. Ach, das wird schon klappen. Natürlich wird es schon klappen wahrscheinlich, weil es ein Spiel ist. Aber man denkt dann zu sehr daran, dass es eben ein Spiel ist, anstatt dran zu denken, okay, das ist vielleicht eine scheiß Idee. Und die sollten sich halt mal wirklich ernsthafte Sorgen drum machen, ob das eine gute Idee ist. Na egal, öffne die Straßensperre. Ich finde, es macht viele Sachen ziemlich cool, aber, ne. So, hier kommen wir noch. War ich hier schon? Nein. Gerade die Gespräche machen mich ein bisschen kaputt. Kann man aber auch meine Gespräche sagen, von daher. So, wir müssen das jetzt irgendwie öffnen. Wir haben ja hier so ein Kabel langlaufen gesehen. Das müsste ja irgendwie dann durch das Kontrollhaus. Kann ich da rein jetzt? Ja. Doch gerade ein bisschen scheiße draußen, wir sollten uns jetzt nicht zu viel Zeit lassen. Das ist wahrscheinlich der Schalter, der das umlegt. Ein Umwandler. Was ist ein Umwandler? Das wäre nur so ein Tagebuch. Ich will nur wissen, was das ist. Ich will nicht irgendwo alles Umwandler. Ich will ja irgendwas umwandeln, aber das. Ich weiß nicht mehr, was das macht. Vielleicht soll ich dann doch dieses Tagebuch lesen. Da steht es vielleicht drin. Kann ich das nochmal direkt hier aufrufen? Ich glaube nämlich schon. So. Anbei finden Sie einen Installationsplan für diese neueren, kompakten LIM-Umwandler zusammen mit meiner Kündigung. Bla bla bla. Ist an der Lieblingsbeschäftigung meiner Kollegen. Jugendbeschwerden. Da ist so viel Laberei drin. Bla bla, naive LIM-Technologie. Maschine ist ein Schritt auf dem bla Vision. Ja, so viel steht doch nicht da drin. Das hat ja nur bla bla. Das pulsiert so größer und kleiner, diese Strahlungswerte. Damit kann man irgendwie. So, was haben wir denn solche ganz viel? Ich tu mal da. Kann hier nicht abgelegt werden. Also, ich kann keine T-Shirts da rein tun. Das sind irgendwelche Ressourcen in andere verwandeln, wenn man nicht so viele hat. Aber ich weiß nicht welche. Die meisten gehen einfach nicht. Hm. Materialien verschieben mit rechts, ja. Okay. Dann halt nicht. Bin eigentlich eh hier, um das aufzumachen. Okay. Nun hat nicht mal jemand mein Auto angegriffen. Vorsichtig durch. Soll ich einfach durchfahren? Ja, ich gebe einfach Gas jetzt. Das Gefühl, das lief insgesamt nicht so, wie es sollte. Cappy fried my transmission systems. Thought I lost you for a moment. Well,
It all worked out, didn't it? Hm. The gateway got you out, and it looks like the ARC device is still intact with all the data it's recorded from your drive. And... My plan worked. Cappy amplified the car signal and it matches. Looks like Tobias and Francis found their remnant after all. Unfortunately, what they've been saying is true. The remnants drive their victims mad. Maybe that car, having sat dormant for this long, will give you a little more time. Sorry, I don't have better news for you. I'm still game to get you out of here. The faster you leave, the longer you'll have to enjoy the rest of your sanity. Ah, none of the routes you've mapped so far leads to a way out. Why don't you head back out and chart some more? You can get in touch with Tobias and Francis while you're out there. So, untersuch das Sperrgebiet. Wir nochmal rausfahren. Errichte eine Verschönerungsmaschine. Wie macht das rum? Das merkt er sich immerhin. Draußen regnet es schon wieder. Wie errichte ich denn eine Verschönerungsmaschine? Lackregal. Ja, erstmal Lack saufen. Aufkleber-Kit. Kann ich auch kurz heilen hier wenigstens. Ist schon mal etwas. So, ich will auch eine Verschönerungsmaschine errichten, ja. Fahrzeug. Zustandsüberwachung. Deponiere gesammelte Lackfarben und Aufkleber im Farbenregal. Ach, die soll ich da rein tun? So rum, nicht rausnehmen. Und dann? Ja gut, hier steht Lackregal. Farbregal wird schon das Richtige sein. Also das sind ja Aufkleber, oder? Aber es soll beides da rein. Ich habe noch welche im Kofferraum. Hier haben wir noch Farben. Blauer Lack. Schön Lack saufen. Drei übrig. So, der ganze Kofferraum. Was wir machen hier so. Da haben wir noch. Da haben wir noch irgendwie andere Sachen, mit denen wir das Auto verschönern können. Da haben wir noch hellblauer Lack. Und da unten haben wir noch Aufkleber. Und ausrüsten, die Fahrercheckliste und den Statusmonitor. Eigentlich alles ganz gut aus. Das sind halt die Tipps, die wir mitnehmen sollten. Zumindest mal repariere das Auto, lade die Batterie, das ist alles ganz okay aus. Und das Batterie eigentlich noch auf 92%, wenn ich genug Power hier gehabt. Das Auto an? Warum verbraucht denn das Benzin gerade? So. Mach mal die Lampe aus. Danke. Tanken das mal komplett voll. Batterie ist auch voll. 91% ist jetzt nicht so schlecht. Mal gucken, was wir da noch machen. Was gibt uns denn der? Das ist immer gut. Uns der Mülleimer was? Plasma. Also ich ein bisschen mehr Plasma mitnehmen. Braucht das für irgendwas? Schmeckt mir hier zumindest vor. Was hat es eigentlich mit diesem Schuppen hier auf sich? Keine Ahnung. Alles dunkel. Liegt da noch Kram, den der Mülleimer rausgespuckt hat, den ich gesehen habe? Nee, das ist anders. Und noch mal was, vielleicht? Quadrat, sehr schön. Okay, der spuckt mal richtig aus. Nehme ich alles mit. Nochmal geht's wahrscheinlich nicht, oder? So, was ist das jetzt hier? Die Fertigungsmaschine. So, die Scanantenne haben wir gemacht. Als nächstes könnten wir hier Materie zerlegen. Voraussetzungen, Werkmatte, Zahnrad erforscht. Ja, stabile Energie. Materialien fehlen. Dann geht es immer, kann man noch mehr Sachen erforschen. Also ich brauche ein paar Zahnräder, aber Zahnräder kann ich doch machen. So, und dann haben wir hier noch. Das Rohrpostsystem.
Nutze das mal. Ich will hier Sachen verschicken. Was kriege ich dafür? Gucken, was wir da im Log finden. Diese technisch einfache und wartungsarme Methode zur Übermittlung von Nachrichten und Postsendungen funktioniert an vielen Orten. Achso, dann kann ich mir vielleicht irgendwie Sachen ins Einsatzgebiet schicken oder auch wieder raus mit In und Out. Das wäre mal was. Dann haben wir hier der Autosauger. Saugen wir mal kurz alles aus dem Auto hier rüber. Wo dann habe ich. Machen wir das trotzdem mal. So. Und die Kiste wieder aufgesaugt. Und müsste alles, was in die Kiste passt, eigentlich da drin sein. Noch ein bisschen mehr in die Kiste packen. Rechtstange behalten wir mal. Das passt nicht mehr rein. Okay. Und damit jetzt keine Zahnräder oder wie. Solche Sachen werden eigentlich automatisch hergestellt. So, jetzt Zahnrad. 2 von 4. Guck mal kurz an die Werkbank. Ich dachte, dass Zahnräder automatisch hergestellt werden, wenn sie gebraucht werden. Ja, hier, Metallschrott. Das funktioniert hier ganz gut zum Beispiel. Wenn ich hier zum Beispiel für den Impulshammer Zahnräder brauche, da ist dieser Stern dran, dann macht er es automatisch. Da muss ich nicht vorher Zahnräder machen, aber für das andere anscheinend schon. Und er holt sich auch Materialien, Ressourcen aus den verschiedenen Containern, aus dem Auto, aus der Kiste und so. Das ist mal ganz angenehm. So, aber jetzt. Okay, jetzt haben wir uns ein Materie-Zerleger-Kit gebaut. Was mache ich jetzt damit? Energieeffizient, kostengünstig, Autoteile in Sekundenschnelle recyceln. Ist das sozusagen ein besserer Zerstörer oder was ist der Witz daran? Das kann ich mir jetzt nicht in den Rucksack packen. Mal probieren, ist das jetzt dafür da, um so ein, um zum Beispiel hier sowas zu recyceln? Ne, mit dem Trigger kann man es nicht benutzen. Ich lege das mal kurz ab. Kannst du nur in die Hände nehmen? Ich verstehe nicht, wofür das da ist. Ich kann es in die Hand nehmen. Ich kann es nicht benutzen mit dem Auto zum Beispiel. Das ist nicht eine Art von Zerstörer. Empfohlenes Werkzeug für Schrotter steht da auch. Mit dem du Autoteile in Sekundenschnelle recyceln kannst. So könnte ich dann halt zum Beispiel, kann ich ja nicht drauf zugreifen. Wenn ich das mal mitnehme, die. Warum passt das nicht ins Inventar, weil das irgendwie so blöd sortiert ist? So, jetzt. Kann ich jetzt zum Beispiel diese Stahlplatte recyceln? Hä? Wurde die eingesaugt? Ich glaube, die wurde mit eingesaugt. So, ich drop mal. Die primitive Stoßstange. Jetzt versuche ich das damit mal. Ja. Nee. Also man kann das jetzt nicht benutzen irgendwie. Kann das irgendwie ausrüsten. Ich kann das auch nicht ausrüsten als Slot. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da gebaut habe und warum. Schade. Vielleicht wisst ihr es und könnt es in die Kommentare schreiben, aber ich check's nicht. Jetzt haben wir aber mehr Sachen freigeschaltet. Es war so wie so ein Tech-Tree. Ein Lagerschrank. Ist das ein großer Rucksack oder was? Das heißt Ausrüstungsmaschine, aber sieht aus wie ein großer Rucksack. Verbesserte Antenne. Materie-Regenerator. Autoteile reparieren, das klingt auch nicht verkehrt. Verschönerungsmaschine, das will ich. Fehler. Elektronische Bauteile. Hat mir so wenige.
Eins hier. Wo sind andere elektronische Bauteile? Wir haben ja 2 von 5, hat er gerade gesagt. Im Kofferraum haben wir auch noch eins. Das hat nicht mehr in die Kiste gepasst, deswegen brauchen wir mal eine größere Kiste. Hier haben wir übrigens noch einen Verschrotter, den ich durchaus mal nutzen sollte dann. Laborberichte Teil 5. Was machen wir damit eigentlich? Laborbericht Teil 5. Das hat alles so in Universe geschrieben und was manchmal ganz nett ist, aber meistens ist es halt nur viel Laberei. Ich guck mal, werde ich mir das mal anschauen, wenn ich an den Laborberichten mit dabei habe. Das ist ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber habe ich ihn jetzt nicht gespeichert? Ich muss ihn ja nicht jetzt mehr die ganze Zeit mit hier da drin haben. Wir haben eine Menge, wir haben hier nochmal Bauteile, elektronische. Ich muss ein bisschen mehr Radios und Fernseher zersägen, offensichtlich. Verschönerungsmaschine. Klingt ja nicht so verkehrt. Kofferraum ist ganz schön voll. Brauchen wirklich größeren Spind oder größeren irgendwas. Und die Sachen werden auch nicht automatisch drin gelagert, weil ich könnte natürlich die Sachen aus dem Transportkoffer mal den Spind tun. Naja. Also die Verschönerungsmaschine können wir noch nicht bauen. Da fehlt uns im Moment elektronische Bauteile. Wir können den Materieregenerator bauen. Dafür brauchen wir Gasflaschen, dafür brauchen wir Stahlblech 4 von 6. Bau das mal. So, das Kit. Irgendwas verstehe ich mit diesem Dings nicht, wie man das benutzt. Jetzt müssen wir noch damit. Das reparieren können. Da kann ich nicht auf und zu machen. Ja, ich kann das nicht benutzen. Da muss man das irgendwo reintun. Hier was gezeigt. Mal gucken. RT. Ach, ich muss das. Damit schalte ich dann sozusagen hier weitere Funktionen in der Werkstatt frei. Und hier kann ich jetzt Autoteile reintun und reparieren, oder wie? Okay, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Also dann nehmen wir das nochmal in die Hand. Und dann sagt mir das Spiel schon, wo ich das hinbringen muss. Okay, das hätte ich sehen können. Ich war irgendwie gedanklich so anders, dass ich jetzt gar nicht gecheckt habe, was das Spiel von mir will. So, jetzt haben wir den Materiezerleger. Da kann ich jetzt Sachen reintun und ein Regenerator. Wir lesen nochmal ganz kurz über den Zerleger. Autoteile recyceln. Okay, weil ich habe jetzt ja natürlich sowas zum Beispiel wie die Stoßstange, die ich nicht brauche. Die tun wir jetzt in den Zerleger. Die Sachen jetzt gelandet auf dem Boden, dass alles auf den Boden geschmissen wird. Das Auto ist im Moment relativ fit, von daher ist es gar nicht so wichtig. Aber prinzipiell könnte ich halt dann Sachen da reparieren. Ja, aber jetzt ist es echt so. Okay, wir haben was, wo wir reparieren können, wir haben was, wo wir alte Sachen zerlegen können. Vielleicht kriegen wir dann auch teilweise halt die Bauteile wieder, das ist ganz gut. Ja, Sachen für die Base haben wir noch nicht mehr. So viele Sachen, das nicht. Überschaubar. Es geht trotzdem was, worauf man sich freuen kann, aber es ist nicht komplett unübersichtlich. Prüfmodul können wir bauen, eine Leiterplatte. Ah, okay. Dann können wir noch ein paar neue Sachen machen. Fortschrittliche Werkbank, das kommt alles noch. Okay. Elektronische Bauteile, wir brauchen einfach ein bisschen Kram halt. Und das machen wir dann mit der Planung, mit der Routenplanung. Ist ja auch der nächste Auftrag. Fahren nochmal raus. Und die Fahrzeugverschönerung, dafür brauchen wir ja dann ein bisschen Ressourcen. Das heißt, das klingt doch nach einem guten Plan. In der nächsten Folge werde ich hier mal eine Route planen und ein bisschen umschauen in der Gegend, wo wir hinfahren und dann ja, die Werkstatt weiter ausbauen und gucken, ob wir die nächste Story-Mission noch angehen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr so lange dabei wart.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns.